Hauptsache, wir kriegen das Ding hier unten erstmal leer. Jetzt seid ihr arm, Leute. Das ist egal. Stell dir vor, du bist nur so ein Besucher. Also, ihr wisst nicht, Besucher, du wohnst da, ne? Du warst dann erstmal auf einer Reise, warst mal weg, ne? Und dann kommst du wieder. Und wirklich alles ist weg. Alles unter Wasser, ja. Alle Leute tot. Nicht mein Problem. So, ich habe mal meinen Palata-Modul auch schon mal, also meinen Palata-Typ da upgraded. Ich habe schon eine rote, eine blaue und eine gelbe Taschenlampe. Oh, geil, ein Banjo habe ich auch aufgenommen. Geil. Ich habe ein Radio oder sowas. Endlich mal eins, das funktionieren würde, das wäre geil. Ich weiß nicht, ob das Radio funktioniert. Oh, die Weltkugel nehme ich mal mit. Tatsache, es funktioniert. Geil. Nimm das auf jeden Fall mit. Stand im Asia-Raum. Hast du recht schon? Ja. Snackautomat mitnehmen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ah ja, da oben waren wir auch schon. Die Leute tun mir so leid. Mehr nicht. Wir haben es die alle verdient. Waren wir hier schon? Klar waren wir da schon. Oh oh. Hast du gesehen, was da runtergefallen ist? Alter. Aber wir haben hier eine Gefriertruhe, die kann nehme ich mal mit. Warte, ich will mal sehen. Hier war eine Gefriertruhe, die ich mitgenommen habe. So. Wie zur Hölle kommt hier Wasser hin? Ich glaube, das war's, ne? Nein, wir brauchen eine Kunstaufstellung. Oh, warte, den Kerzenleuchter will ich noch haben. Ich bin zu faul, um unten lang zu gehen. Und noch ein Snackautomat. Das ist ein Soda-Automat, ey. So. Alter, der Typ schläft hier und will. Egal, wir nehmen, was wir kriegen können. Ja, er hat echt ein tolles Erwachen. Warte kurz, warte. Nein, warte. Ich brauch dein Bett. Guck mal, er geht sogar baden. Alter, wir sind echt die. Also, ey, wo sie aus dem Super. Nee, hier hab ich schon alles. Einfach mal, wir es können. Ja. Oh, Moment, Moment. So, es ist zwar völlig komödisch, aber. Ja, er sauft. Nur noch jetzt eine Sache. Ich stelle mir gerade so vor, wir kommen zu Esther, ne? Ja, Esther, wir haben die Hilotti erforscht. Ja, es und ausgeraubt. Ja. Haben wir Sachen fürs Kinderzimmer? Hey, was habt ihr über die rausgefunden? Das ist leichter auszuraten als erwartet. Ey, wir sind zu voll. Toiletten hast du auch schon mitgenommen, ne? Sehr, sehr viele, ja. Oh, Todesstern. Ja, guck mal. Ja. Können wir diesen Abbauschutz abbauen? Nö, ne? Nee, das geht nicht. Das ist irgendwie merkwürdigerweise geht der nicht. Ja, guck mal. Waren wir hier schon? Ja, da war der noch die Disco-Bar. Oh, stimmt, man erkennt sie nicht mehr, ohne weil es so leer ist. Aber ganz ja, unten war ich auch schon. Ja, da war ich schon, da ist nichts mehr. Ja, dann geht's auch schon wieder raus. So, ey, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg nach oben. Muss dann noch kurz mein Kram loswerden. Und dann gehe ich erstmal essen. Alter, wie wollen wir das jemals wieder einsetzen, ey? Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt oben. Heimatplanet?
Ich räume jetzt noch ganz kurz den ganzen Kram ins Lager rein. Und dann können wir. Werde ich mal ganz kurz Cut setzen. Den hättest du trotzdem besser setzen. Alter. Können die Kisten gerade nicht irgendwie woanders tun? Das ist ja nur provisorisch. Ich wollte das jetzt gleich mal vielleicht offscreen mal einräumen. Wir brauchen ein größeres Lager. Kacke, man kommt da nicht ran in die eine Kiste. Sieben Snackautomaten. So. Und das Essen nochmal kurz rein. Bin ich hier durch? Ja, bin ich. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal kurz essen und dann können wir nachher weiter aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du deine Zeit nochmal weiter erforschen willst da hinten oder ob du hier die Kisten mal eben einsortieren möchtest. Keine Ahnung. Oh, ich habe Besuch von meiner Schwester. Hallo. Irgendwann, sie ist aber immer noch in der Aufnahme. Hey Marie, willst du mal Hallo sagen? Auf YouTube? Sag mal Hallo. Auf Hallo. 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 Das ist der Mario und ganz viele Leute dazu. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Bis später, Leute. Ciao. Bis später. Hallo. Nein, tschüss. 1 Folge machen muss, ne? Ja, cause I am. Batman. Also, ich muss mal an dieser Sache noch was erklären. Und zwar gab es in der, was heißt denn jetzt, in der vorherigen Folge, in der letzten Aufnahmesession von uns, da gab es ein kleines Problem mit der Audiospur. Aus diesem Grund gab es dann auch den Zeitraffer, den ich da eingebaut habe. Und zwar hat man nämlich so ein riesen Unterwasser-Tempel gefunden und das war mega schade, dass meine Soundspur nicht aufgenommen wurde. Ja. Und deswegen gab es halt den Zeitraffer. Das war jetzt irgendwie alles doppelt gesagt, aber scheißegal. Wir haben ordentlich viel gefunden. Ja. Das war Kanonen. Super geile Zauberstäbe. Ein Radio. Ja, das Radio. Ich muss aber ganz kurz mal eben in die Ark. Vielleicht hätte ich mich einfach direkt dahin porten sollen. Haben wir eigentlich einen Teleporter für die Ark bei uns? Wie jetzt? Ein Teleporter. Weil es gibt auch zwei Teleporter bei der Ark. Nee, können wir uns sofort dahin porten? Wie war das nochmal? Müssen wir das über das Raumschiff machen oder gab es nochmal einen anderen Weg? Über das Raumschiff. Ich hoffe, ich kann das ändern, ohne dass es was kostet. Also wir können auf jeden Fall hier irgendwo mal bei uns zu Hause mal so ein Teleport hinbauen, aber wir wissen noch nicht wo, weil ich meine, wir haben einen Versuch und dann ist er weg. Also wenn wir den abbauen wollen, ist er eigentlich weg. So, war das jetzt das? Ja, ich kann wieder normal springen. Das hat mich
mich irgendwie so genervt. Was hast du gerade gesagt? Ich war irgendwie gerade abwesend. Ich bin Batman. Ich habe gesagt, dass wir den Teleporter ja noch irgendwo hinbauen können, aber wir sollten uns das dann gut eine gute Entscheidung treffen, wo wir den hinsetzen. Weil wenn wir den abbauen, ist er weg. Ja. Und wir müssen hier ganz dringend mal was bauen. Der Eingang hier vorne gefällt mir überhaupt nicht. Was mit der Treppe? Die Treppe hier? Ja. Ja, die meine ich ja, die gefällt mir hier gerade überhaupt nicht mehr. Ich habe irgendwie so eine Idee gehabt, so eine kleine, ich würde jetzt mal sagen, Zugbrücke so drüber zu bauen. Ja. Nicht für die Funktion einer Zugbrücke, einfach nur vom Design her. Beziehungsweise einfach nur halt nur so eine. Steht dir denn nicht im Weg? Ich sag mal so eine Brücke, die so in die Art der mittelalterlichen. Ja, die steht dir ja nicht im Weg, kannst du bauen. Okay. Problem, da unten bei mir ist so ein Riesenloch. Was ist denn da das Problem? Das Loch. Ja, ich sehe das als eine Art Möglichkeit. Oh. Man kann es komplett mit Wasser füllen. Somit hat die Zugbrücke sogar ein Fass. Das Loch werden wir nicht mit. Wie redest du denn von unserem Loch? So. Die Plattform da unten, sind die eigentlich noch da? Nein, das war ein Fehler! Boah. Puh. Ich suche sie gerade. Nein! Nein! Warum fällt man durch die Plattform? Warum wohl? Oh Mann. Ich glaube, du hast da was verloren. Etwas? Ich glaube, du hast da unten was verloren. Leben! Du musst da echt zwei Plattformen hinsetzen, dann ist das schneller. Hast du noch eine zweite? Nope. Mach meine Musik leiser, ey. Die ist echt laut. Ich bin jetzt schon auf 20. Wo kommt denn die Plattform? Die Bahn, ich glaube, wir müssen so 3-4 Bahnen da machen und dann 3-4 Plattformen und das erheblich schneller. Du meinst, die Gleise soll jetzt zum Beispiel 4-mal parallel nach unten? Ja, ich weiß nicht. Du einfach nur 4 Plattformen draufknallen. Genau, 4 Plattformen. Ich weiß nicht, ob das Probleme gibt. Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Dann kommt in die Bahn. Ich weiß es nicht. Aber wir könnten bald mal wieder eine Erkundung machen, ne? So neue Welten. Wir müssen ja irgendwie wieder was suchen. Ne? Hier, Aviane da. Avian Clues müssen wir suchen. Alter, wo ist denn das Scheißteil? Ich bin schon. Ich bin oben. Es ist einfach nicht mehr da. Doch, da kommt runter. Es kommt runter. Das war natürlich schlau von mir. Ich bin drauf! Boah, das war ein richtig guter Schuss von mir. Hallo. Hallo. Ich hab das Gefühl, wenn wir nicht da sind, wird das gar nicht geladen. Das kann gut sein. Dann müssen wir die Bahn sogar mehrere Abschnitte unterteilen. Ja. Was aber scheiße wäre, wenn die etwas ungenauer sind. Naja, dann könnte man immer abspringen, quasi auf den Bahnhof und dann auf die nächste Bahn warten. Ja, man muss auf jeden Fall irgendwie eine kleine Plattform daneben bauen, wo man dann einfach warten kann. Ja. Ich versuch mich mal daran, wenn ich die finde. Wo haben wir die denn hingetan?
Stimmt, wir haben ja die komplette Burg ausgenommen. Wir haben einiges dazu bekommen. Einiges. Die beiden Kisten, da sind ja schon hier drinnen. Wo haben sie die fucking Plattform hingebracht? Die sind irgendwo. So viel kann ich sagen. Irgendwo? Gott. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Guck mal draußen in die Kiste rein. Ja, was ist damit? Was haben wir getan? Wo sind die verdammten Plattformen? Nee, hier könnte ich hier sein. Wir haben viel zu viel Kram. Viel zu viel. Plattformen müssten eigentlich. Ah, ich hab sie. Ja. Okay. Und du brauchst diese weißen Bomben. Ja, ich hab schon. Außerdem stellt sich die Frage, was bauen wir hier unten noch ein? Ja, kannst du dich entscheiden. Haha, wir fahren raus. Oder ich baue jetzt einfach die. Ja, ich glaube, ich baue den Eingang neu. Damit du diese einen Scheiß nicht machen musst, ne? Nein, nicht das. Dann würde ich. Ja, wie mache ich das? Weil die Gleise, die müssen ja noch irgendwie da durchgeführt werden. Ja, ne? Es sei denn. Ja, wie funktionieren die Weichen? Weißt du da was? Ah, na, na, das sieht aus. Was? Wie die Weichen? Wie die Weichen funktionieren. Ja, die tun das wieder zurück. Hauen. Nicht die Bumper, die Weichen. Ach, du meinst die das wechseln sollen? Die Gleise wechseln sollen, oder was? Ja. Du hast dich doch nicht. Super. Super. Und wo bauen wir die nochmal? Scheiße. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja. Ich würde gerne wissen, wie die funktionieren, bevor ich da was baue. Warte mal, es gibt hier was Neues. Sehe ich gerade. Was? Railtram. Das ist eine andere Plattform. Place a user-controlled tram that works with Railtram stops. Bleibt ihr denn da eine Zeit lang stehen oder? Wäre mega geil. Und die Weichen? Scheiße. Direct Rail Riders to different path. Ja, das heißt. Sicher nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, super. Ja. Scheiße, Digga.